und herzlich willkommen zu Smart Heads, auf deinem Kanal rund um die Themen Job, Geld, Leben, Business. Ja, die neue Bundesregierung steht und ihr werdet euch sicherlich fragen, was bringt das denn jetzt für mich in Deutschland? Und genau das haben wir uns heute zum Thema gesetzt. Wie geht es in Deutschland 2022 weiter? Also das sollte wirklich jeden betreffen und deswegen solltest du unbedingt uns folgen, ein Abo dalassen, gerne auch Mitglied der Telegram-Gruppe werden und immer so auf dem Laufenden bleiben. Ja, ich fange mal an mit einer Nachricht, die mich eigentlich nicht mehr so groß verwundert hat. Es geht nämlich um den neuen Gesundheitsminister, Karl Lauterbach. Ja, das Unvermeidliche ist eingetreten. Er ist Gesundheitsminister und er wird natürlich die Klaviatur der C-Panik super beherrschend rauf und runter spielen. Das heißt also, ihr werdet also 2022 in den Wintermonaten erstmal richtig schön damit ja gegängelt werden. Und es hat natürlich auch Vorteile. Man muss jetzt nicht mehr lange nachts aufbleiben, um ihn in Talkshows zu bewundern, was er da zum Besten gibt, sondern man kann das auch ganz einfach dann immer in den Pressekonferenzen, in den Nachrichten verfolgen. Der nächste Punkt, das werden natürlich die hohen Strompreise sein. Deutschland hat natürlich wieder die höchsten Strompreise mit weltweit. Und es gibt ja schon viele Länder wie zum Beispiel Frankreich, aber auch Großbritannien, die jetzt ja Atomstrom ja als grüne Option sehen, die ja auch noch verstärkt Atomkraftwerke bauen. In Deutschland fährt man das alle runter und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das stemmen soll. Die Agenda mehr E-Autos, wo die Leute alle ihre E-Autos laden sollen, wie die Infrastruktur ausgebessert werden soll, vor allen Dingen auch, wo der ganze Strom herkommen soll. Der dritte Punkt ist natürlich die Steuern. Ja, Deutschland ist natürlich Weltmeister, auch was steuerliche Abgaben anbelangt. Das sagt nicht ich, das sagt nämlich die OECD als Quelle. Und ja, da wird dir auch kein Steuerseminar großartig weiterhelfen. Das habe ich schon immer wieder gesagt, das ist ein Lug- und Trugschluss. Wer richtig Steuern sparen will, der wandert aus, der geht woanders hin und lagert sein Unternehmen aus. Aber auch da hast du ja nur noch ein kurzes Zeitfenster bis zum 31.12.2021. Der nächste Punkt ist natürlich die Meinungsfreiheit bzw. das politische Klima. Ich bin froh, dass ich mit diesen Sachen nichts mehr zu tun habe, denn die Spaltung der Gesellschaft, der Keil, der zwischen die Leute getrieben worden ist, der wird sich noch weiter verfestigen. Ihr kennt es doch alle, ihr habt gute Freunde und habt euch immer prima verstanden, man hat vielleicht die gleichen Hobbys und Interessen. Nur bei einem Thema, ja, bei dem C-Thema, da sollte man, wie gesagt, nicht darüber diskutieren. Weil dann auf einmal erhitzen sich die Gemüter und dann knallt es und kracht es richtig im Gebälk. Und das wird ja weiter dazu führen, dass ja auch schon die Medien, bestimmte Staatsmedien oder auch bestimmte andere Leute dazu angehalten sind, eine bestimmte Meinung zu verbreiten. Und wenn man dieser Meinung halt nicht folgt, dann ist man nicht regierungskonform. Und wenn nicht regierungskonform ist, ja, der ist ein Außenseiter, ein aussätziger bald, wenn das so weitergehen wird. Und da wird man natürlich bald erkennen, dass die Meinungsfreiheit immer weiter zurückgedrängt wird. Auch juristisch gesehen ist es für mich natürlich schwer nachvollziehbar, dass der Lockdown rechtmäßig geworden ist, aber das ist immer, sage ich mal, in Deutschland ein Problem zwischen Theorie und Praxis. Also die Theorie klingt immer sehr blumig und schön, die Praxis sieht dann etwas verwässert anders aus. Ja, und so wird es natürlich sein, dass wir auch Politiker erleben werden, die nicht so mit herausragenden Lebensläufen glänzen, aber das ist ja auch kein Problem, dann kann man halt in der deutschen Politik immer noch gute Karriere machen. Wir erinnern da an gefakte Lebensläufe, an abgeschriebene Bücher, die dann irgendwann eingestampft worden sind, aber hey, das tut ja auch einer politischen Karriere in Deutschland keinen Abbruch. Oder erinnern wir uns an Callcenter-Agenten, ich meine, die bringen wenigstens eine Eigenschaft mit sich, sie sind nämlich redegewandt, sie sind eloquent, weil das müssen sie ja, sie müssen am Telefon ja was verkaufen oder serviceorientiert agieren, das sollte natürlich ein Politiker auch und die sind, denke ich mal, in diesem Job ganz gut aufgehoben. Ja, ich will es nicht weiter vertiefen, weil ich mich ansonsten vielleicht auch mal in Rage reden würde. Das möchte ich euch ersparen. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr traurig, was sich da jetzt abzeichnen wird und was immer mehr Form annehmen wird. Also es wird nicht besser werden, es wird noch schlechter werden und es wird sogar, denke ich, noch schlimmer werden, als ich es in meinen Videos prognostiziert habe. Kommt ein bisschen in die weihnachtliche Stimmung trotz allem mal rein. Ich bin wie immer raus und sage ciao, euer Alex.